There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseen. But the mission is clear. Deliver us. The moon. Ja, hi, da bin ich wieder. Hallo, herzlich willkommen zu Deliver Us the Moon. Heute das erste Mal angespielt. Ich wollte es eigentlich schon eher spielen, da kam mir dann leider die Krankheit dazwischen. Ich habe es schon mal erzählt, ich habe es auf der Gamescom selber angezockt. Hier ist mein Beweis. Ich habe einen offiziellen World Space Agency Patch. Jawohl. Deshalb bin ich qualifiziert, als Astronaut hier einzusteigen. Ich habe trotzdem mein ESA-T-Shirt angezogen. Wir sind hier in Europa. Und jetzt erstmal ganz liebes Hallo an alle, die schon da sind. Und ich fange einfach mal ganz oben an. Das ist der Herr Spanker, dann Crazy Day, Mimir, Hallihallo. Der Mickey ist schon da und der Averborg, der Jojongs, der Hörnchen, Neo und Jutwig. Schönen guten Tag. Ich habe, wie gesagt, auf der Gamescom einen Anfang gespielt. Ich weiß nicht, ob der noch genauso ist oder ob sich was geändert hat. Ich habe ansonsten das Spiel, seit ich es gekauft habe, noch nicht angespielt. Das heißt, wird heute ein bisschen ein blinder Sprung in die ins kalte Wasser, ins kalte Weltraumwasser. Ich hoffe, mein Bild ist da, wo es ist. Okay, sonst muss ich das im Laufe des Streams verschieben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verdecke. Und ich würde sagen, wir springen da einfach mal rein. Was für eine Version ist denn der WSA-Patch? Wie, was für eine Version? Was meinst du damit? Von vor dem Crash oder von nach dem Crash? Okay, also ich würde mal sagen, wir machen einfach New Game und schauen uns an, was passiert. Wir werden heute so circa 4 Stunden spielen. Ich glaube nicht, dass wir durchkommen, aber ich habe gehört, man kann so Spiele ja weiter fortsetzen. Und ich bin gespannt, worum es sich dreht. Also irgendwas mit Mond habe ich auch schon mitbekommen, aber wie das Spielprinzip ist, mal gucken. Es scheint ein bisschen was mit so Puzzlen zu tun zu haben. Wir werden es sehen. Und damit geht's auch schon los. Ach so, die Version von dem Patch. Ah, IT-Witz. Do you really want to start a new game? Ja, ich habe ja noch keinen Progress, den ich verlieren kann. Ich bin sehr gespannt. Friends and family of the missing lunar colonists gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate,
As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees, despite reports of resource shortages. The dust storm is expected to hit residential zones between the northern 49th and 50th latitude lines by late afternoon. Ah, ich kann rumlaufen. Okay, es sieht wohl nicht so gut aus für die Erde, um es mal vorsichtig zu formulieren. Alles ist wohl irgendwie... in Wüste übergegangen. Ah ja, ah, man kann das tatsächlich sogar umdrehen. Alles klar. Gucken wir mal. Oh, Launch-Sequenz. Ja, daran erinnere ich mich. So weit ging das Demo-Ding. Du hast es 1000 Mal vorher in den Simulationen getan. Wir wissen, dass du das jetzt auch schaffst. Okay, erst da, dann da. Ja, das kann ich mir total lange merken. Okay. Radio aus, wir müssen ja keinen Strom verschwenden. Davon gibt es ja nicht mehr so viel. Kann man hier noch irgendwas machen? Oh, hier war es. Ganz viele Zeitungsartikel über den Blackout. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. We're ready to start the mission. Do you copy? Durch was hat sie gesprochen? Ich bin auch ready to start the mission. Yes! Raumanzug! Erste wichtige, wenn man ins Weltall fliegt. Ground Control to Fortuna 1, this is Claire. Hallo Claire. Please confirm radio contact. Welcome. Confirm contact. Radio contact confirmed. Make your way to the launch platform and prime the rocket for liftoff. We have to launch before the dust storm hits. Jawohl. Enter the Versenkov Launch Facility. Ziehe den Astronautenanzug an. Das habe ich schon geschafft. Okay. Kann ich irgendwie hinklicken? Wahrscheinlich ja, aber noch kann ich nichts. Okay. Muss man hier noch irgendwas mitnehmen? Scheinbar nicht. Okay, dann mal los. Oha. Meine Rakete. Taurus 5. But you need to hurry. The dust storm will hit this area in a few hours. If we don't succeed now, the Fortuna mission will be over for good. Optisch erinnert es mich ein bisschen an Take on Mars. Nur ein bisschen. Network dish. Turn to network of satellite dishes. Ah, okay. Claire ist also die Tochter von... von demjenigen, der es erfunden hat. Okay. Oh! Astro-Tool. Oculus. Ah, damit scannt man, alles klar. Flashlight, okay. Klingt logisch. Com-Device, klingt auch logisch, okay. Alles klar. So weit, so schlecht. Ist ein bisschen stürmisch, ne? Also ich muss irgendwie zu der Rakete. Shift ist sprinten. Okay. Oh, hier ist was offen. Ah, das war ein Buch über dieses Netzwerk. Okay. Buch. F ist weg. Mal, wie man immer Escape drücken will, ne? Ja, das ist wieder das Gleiche. Daddy, me und Claire. Oh, Daddy ist auf dem Mond, Mami ist im Himmel. Ah. Claires kleine Schwester. Katie Christina Johansson. Okay. Okay, wir sollten vielleicht nicht in den Sachen von fremden Leuten rumschnüffeln, aber es ist trotzdem... Oh, guck mal.
Oh. Sie will zu Daddy auf dem Mond. Also ihr Vater ist auf dem Mond wahrscheinlich. Der Isaac. Okay, was war das? Nee, kam mir das so vor, als ob das wäre. Okay, dann machen wir mal weiter. Okay, dann wir scheinen irgendwo in russischen Gefilden zu sein. Scheinbar. Das Sputnik-Monument. Fesenkov hat auch schon ein bisschen darauf hingewiesen und Kosmodrom. Zu den Sternen. Ist da rein? Ne. Okay, also hier lang, Alter. Moin Proxy, grüß dich und moin auch Talion Rock, falls ich noch nicht Hallo gesagt habe. Okay, ich vermute mal. Hier kommt man irgendwie rein. Ja gut, wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen, dass der Lift funktioniert. Warning, High Voltage. Was jetzt? Geht jetzt der Lift? Ich habe genau diese Sequenz auf der Gamescom gespielt, aber ich weiß es schon nicht mehr so genau, ne? Das ist gut, ist immer noch Blind Playthrough. Ah, hier kommt man unten rein, alles klar. Ach, das ist der Aufzug. Okay. Ah, sehr vertrauenserweckend, wenn der Strom außen schon ausfällt. Good, I see you're on your way up to the facility. Ja. The control center is located on the top floor. There you can prime the rocket for launch. Okay, Control Center ist auf dem Top Floor. Griffin, Tranquility Base here. The Eagle has landed. It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony. At first, no one believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth. But the WSA proved the skeptics wrong. Just like you will, when you get the MPT back online. Okay. Talion Rock, vielen lieben Dank für deinen Prime Sub. Dankeschön. Und viel Spaß natürlich mit dem Smiley. Und ganz viel Spaß beim Zugucken. Ich bin sehr gespannt, wo uns das hier hinführt. Flashlight. Oh! So einer wie ich. Ist echt ein bisschen runtergekommen hier, ne? Irgendein Code. Okay. Der wird hier sicherlich irgendwo zu finden sein. Ja. Collect. 3548. Objective. 3, 5, 4, 8. Ja. Ach, man darf sogar noch selber eingeben. Sehr schön. Ich erwarte mir tatsächlich sehr viel von dem Spiel. Ich hatte eine frühe Demo mal bei Emojack gesehen. Griffin, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Jungs und willkommen in der Klasse der Super Spry Prime Goldraketen-Subscriber. Auch für dich gilt natürlich, schick mir gerne deine Adresse, dann gibt es die Rakete auch in echt und physisch mit einer kleinen Autogrammkarte dazu. Schick mir das gerne per Discord oder per Twitch, wenn du möchtest. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Okay. Ich kenne das Spiel auch noch nicht, Proxy. Das ist relativ neu. Das ist die Fortuna. Determined to seek the truth about a verb. Okay, also aus ehemaligen WSA-Angestellten wurde dieses Fortuna-Team zusammengestellt. Um. Ah, putzige Details. Regan's Malfunction 2048, okay. Ja, Medaille scheinbar. Die würde ich gerne mitnehmen, aber nö. 12 Monate hervorragende Unterhaltung und 12 Monate ganz treues Zuschauen. Ich danke dir.
Es ist ein Geben und ein Nehmen. Dankeschön, Jungs. So. Hier haben wir. Okay. Hier sind. Okay, dann scheint 2048 auch eine größere Fehlfunktion gegeben zu haben. Okay, wo ist hier? Oh, den habe ich draußen auf dem Bild gesehen. ASE-Unit. Ah, hi. Huygens Kryosleep Malfunction. Da gab es irgendwas mit Kryoschlaf, ist schief gegangen. Mhm. Okay. Scheint aber kaputt zu sein. Ich nehme nicht an, dass wir das reparieren können. Pearson Space Station, there was a different service after the interview. Remember how we talked about my broken? I'm looking for a way to extract and copy me out. Zu den Hardware-Komponenten und Software-Sicherheit. Ich sag's an Mechanik. Okay. Mhm. Okay, die scheinen irgendwas versucht haben zu kopieren. Das tut mir leid, Talion. Das tut mir ganz doll leid. Ja, ich habe das vor einer Weile eingeführt, als Neo so nett war, mir die zu 3D drucken. Diese kleinen goldenen Raketen. Und wer jetzt 12 Monate durchbricht, kriegt dann eine Rakete zugeschickt. So, was ist jetzt meine Aufgabe? Control Center. Okay. Aber schwierig. So ist besser. Okay, sehr gut. Control Center, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Genau, es ist so eine kleine Geste einfach, ne? Als kleines Dankeschön. Ist da, da flackert irgendwas. Fortuna One is a go. War wohl noch eine Abschiedsparty. Was ist hier? I've isolated 3 plausible causes for the MPT blackout. 1, the transmitter at Pearson Space Station. Claire, there you are. Come on, we're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come. It's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we have in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Causes of the blackout. Okay, also es gibt wohl auch so Audioaufzeichnungen zu finden. Claires Büro. Okay, das ist das Triebwerk. Okay, das sind so Schemazeichnungen der Rakete. Ah. Okay, sie hat die Taurus 4 Rakete designt. Na gut, die will natürlich rausfinden, was mit ihrem Vater passiert ist.
Ah, hier sind nochmal die Startsequenzen. Alter, das ist auch viel. Kriegen wir hin. Raketen habe ich schon immer ganz gut gekonnt. Das kriegen wir alles hin. Weiter geht's zum Control Center. Da sollen wir eigentlich hin. Noch ein bisschen rumschnüffeln. Nee. Welche Game Engine das ist? Nee, ich weiß es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet beim Start. Okay. Power Reboot. Calculating new storm ETA. Claire, we have a problem. The storm is approaching faster than expected. Way faster. Time's running out. Keep going, Fortuna. We've been working too long to give up now. Schließe beide Treibstoffventile. Okay. Super. Vorher kann ich also nicht Knopf drücken. Ist hier irgendwo eine Tür? Ach, da ist eine Tür. Ja, ich frage mich auch ein bisschen, wo die alle hin sind, aber... Vielleicht sitzen die da im Bunker oder sowas. Ich weiß es nicht. Sie funken ja mit mir. Also zumindest Claire funkt mit mir. Keine Ahnung, wo sie ist. Tata, kaputt. Ach, bestimmt gerade Mittag. Ja, das wird sein. Mittagspause. So, hier kann ich jetzt ein bisschen von der Gamescom profitieren. Ich weiß schon, was ich machen muss. Wobei das auch ein überschaubar komplexes Rätsel ist. Verändert? Nee, ne? Das darf einfach nur nicht überragen. Okay, ich bin einfach nur ungeschickt. Moin, Simple Chris. So. Du sollst nicht das anfassen, du sollst das da drücken. Ja, der Sturm kommt schnell näher. Sehr schön. Okay, the hydrogen valves are closed. Head back inside the control center to prime the rocket for launch. Jawohl. Ich eile. Der gute alte Sojus-Kontrollschlüssel. Klick. Unreal Engine, okay. The rocket is primed. You have to launch now, before the dust storm destroys the rocket and everything we've worked for. Jetzt wird's wieder hektisch, ne?
Lauf, Forrest, lauf! So, Rakete. Rocket Navigation Systems online. We're nearly there. Just like your training, you can do this. Initiate launch procedure. Ground launch sequencer started. Orbital access arm retracting. Perfect, just like was practiced. Ach du Scheiße, zack, zack. Zack, zack. Power units booting up. 4. Cool. Gaseous oxygen burned armor is holding, but barely. Try to go easy on the equipment. Vent arm safely in place. 5, die Dinger. Sound suppression system engaged. Okay. Hydrogen burn-off system activated. Rocket boosters ready for ignition. Okay. Okay. Rocket boosters ignition start. Engines ready in 5, 4, 3, 2, start. Raketenkanner. Oh, warum wackelt das jetzt so? 8. Warte mal, was ist ein 8? Ich hätte das vielleicht vorher lesen sollen. Juhu! Rakete! Okay. Wir fliegen erstmal. Das scheint okay zu sein. Ich kann nur nicht lesen, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Main Engine Cutoff. Auf dem großen Hebel auch wieder, richtig? Ja. Okay. Noch ist er. Weltall. Genau, lesen Sie das Schild. Das viel zu klein ist während dem Start. Main Engine Cutoff, Stage Separation, Second Stage Ignition. Das sind die. Und wo ist die 10? Hoffen wir einfach, dass... Ach, da ist die 10. Okay. Okay, ich bin... Ja, sieht nach Weltall aus. Warum wackelt denn das so? Ah, ja, gut. Ah, endlich wieder im Weltraum. It could restore the hope humanity lost after the lunar colony fell. We could recover, rebuild, and most of all, keiner hat mir gesagt, dass das so sehr wackelt, wenn man startet. Die Kermits sahen immer sehr glücklich aus. Okay. You'll need to find the MPT transmitter at the Pearson Space Station. From there, the power signal was relayed to Earth. Okay, also erstmal zu einer Raumstation. Final link in the MPT network before the blackout. If there are answers to find, they're at Pearson, Claire. We need to head down to the shelter. These winds are getting bad. Understood. Fortuna 1, this storm is going to jam radio contact. You'll be on your own for a while. To reach the station, you must... Die Erde ist irgendwie volles Met verödet, alles Wüste und so. Und die Rohstoffe sind ausgegangen. Hey, Doppelkäfer. Jawohl. Tap Objective. Second Stage of the Launch Sequence. Okay, das kriege ich hin. Warte mal, also man muss jetzt den da wieder zurückschieben, dann macht man hier Knöpfe und dann schiebt man den da runter. Blablabla. Knöpfe runterschieben. Kriege ich hin. Stage Separation. Separation. Und Second Stage Ignition.
Das kann ich. Raketen fliegen kann ich. Errungenschaft freigeschaltet. Fly me to the moon. So, und hier endete, also jetzt um es offiziell zu sagen auch nochmal, hier endete mit genau dieser Cutscene die Demo auf der Gamescom, die man spielen konnte. Das heißt, alles, was jetzt kommt, weiß ich genauso wenig wie ihr. So endete die Demo. Ich hoffe, das Spiel endet hier nicht. Das wäre ein bisschen kurz für 1999. Genau, und das war der Teil Demo, den ich gesehen hatte. Und dann haben sie mir noch diesen total tollen Patch gegeben. Und da habe ich gedacht, okay, das werde ich mir auf jeden Fall holen und spielen. Als es dann rauskam, war leider bei mir gerade die Stimme im Sack. Aber jetzt ist ja auch Zeit. Ich weiß, dass es auch noch eine weitere Demo auf der Raumstation gibt, aber bis dort konnte man auf der Gamescom spielen. Wie gesagt, ich sag nur, ich kenne es nur bis hier. Also das ist jetzt für mich auch neu auf der Raumstation. Ich weiß, dass Emojack mal eine Demo gespielt hat, wo er, ich glaube, auf einer Raumstation oder auf einer Mondbasis war. Dock to the station. Okay, wie macht man das? We believe in you. Das ist total cool, dass ihr in mich believed. Interact. Okay, oh. Ach, sowas. Lächerlich. Lächerliches Docking. Bitte euch. Okay, die Tasten sind kacke, aber ansonsten. Die Mondstation bauen wir dann nochmal in KSP nach. Wo ist die Musik? Da ist Musik im Hintergrund zu hören, ganz leise. Okay. Die Docking. Ich weiß, auf welche Docking-Musik du anspielst, aber die werde ich jetzt nicht einspielen. Ich muss mich aufs Docking konzentrieren. Mach das schließlich das erste Mal. Okay. Langsam. Langsam. That was easy. Knack. MPT offline. MPT network. Station power very low. Life support offline. You must have reached TSS space station by now. The storm has severely damaged our instruments, so we can't read your location or receive any messages. But we can detect fluctuations in the MPT network. If you can hear this, when you reach the control center, try to find out what's wrong with the MPT connection so you can bring it back online. Good luck and bless. Oh, Schwerelosigkeit. Ich liebe es. Jolorius, schönen guten Tag. Grüß dich. Also Space ist immer up und Control ist down. Alles klar. Ah, Cupola. Direkt mal in die Cupola reinglotzen. Die Erde. Schön. Okay, also das ist diese Relay-Station. MPT Transmitter. Directed the energy signal sent from the moon to Earth from 2014 until the blackout in 2054. Okay, also er war dann nicht oft bei der Familie. Na gut. So, was ist jetzt mein Check the station's connection to the MPT network? Okay. Ich würde sagen, dann gucken wir doch mal in Richtung von dieser Antenne.
Die Gravitation, spürst du sie? Ja, ich habe mich schon viel weniger eingeengt gefühlt. Oxygen depleting? Ist ja nicht so geil. Bring life support systems back online. Okay. Central Hub. Central Hub. Central Hub ist da lang. Okay. Was ist das? Hier passiert nicht so viel. Alles klar. Central Hub, okay, dann doch da lang. Mal gucken. Life Support wäre ganz cool, ne? Nicht sterben und so. Ah ja, da hat man das also reingesteckt. Okay. Oxygen. Thank you. Life Support Systems. Okay, offline. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir drücken einfach mal auf den klassischen Reboot-Knopf. Ist ja alles mit Windows betrieben. Not enough power to reboot life support. Ich hatte es befürchtet, dass sie irgendwo was sagen. Okay, wir brauchen also erstmal Strom. Strom, Strom, Strom. Schon Robotics. O2. Space Elevator offline. Okay. Was fliegt hier rum? Storage Zeugs. Sagt, dass das alles Sauerstoff ist. Ja. Hier fliegt schon mal eine Menge Sauerstoff rum. Okay. Ich gucke auf der anderen Seite. Irgendwo. Ah, sehr schön, Lageplan. Central Hub, Libra Wing. Storage, Life Support, Living Quarters. Hier steht jetzt nichts von Strom, also müssen wir mal gucken. Tja. Gute Frage, nächste Frage. Genau, bisher macht es Spaß, das zu spielen. Ich kann noch nicht hier so ein Stromzeichen dran. Ich stecke da jetzt mal was rein. Vielleicht sind das Sicherungen oder sowas. Also es macht auf jeden Fall Spaß, rumzufliegen. So viel kann ich schon qualifiziert sagen. Ich bin gespannt. Ich bin auch auf die Story sehr gespannt. Okay. Achso, wir brauchen noch einen zweiten. Ah, shitty shit. Ich verstehe. Aber ist jetzt die Tür nicht offen? Kann ich jetzt nicht den anderen da wieder rausnehmen? Vielleicht? Vielleicht kann ich den da rausnehmen. Ist wahrscheinlich zu einfach gedacht, aber... Ja, natürlich ist das zu einfach gedacht. Natürlich ist das zu einfach gedacht. Ich guck mal, ob hier hinten noch irgendwo einer sich versteckt. Thank you for oxygen. Schade. Vielleicht auf der anderen Seite, wo ich den ganzen Sauerstoff gefunden habe. Also brauchen wir immer noch so eine zweite Sicherung. Vielleicht findet sich ja hier was. Sauerstoff auffüllen. So, nicht zu viel. Was? Read. Aha. Nobody cares. Freunde, Hm.
muss irgendwo anders noch eine Sicherung finden. Scheinbar. Ah, ich habe eine Idee. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es verstanden. Es funktioniert folgendermaßen. Ich glaube zumindest, es funktioniert folgendermaßen. So, jetzt habe ich hier eine Sicherung. Jetzt kann ich das nach drinnen holen. Hat einen Moment gedauert. Aber ich glaube, so haut's hin. Zack. Also so meine ich das, als ich sagte, so ein bisschen Rätselspiel. Ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll gewesen, aber ich habe mich trotzdem dumm genug angestellt. So, und damit müssen wir jetzt beide Dinge. So. Restoring Life Support. Sehr schön. Backup Power activated. Life Support Systems online. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, haben sich jetzt auch die Durchgänge geöffnet, oder? Assess the station power inside the control center in the Libra Wing. Okay. Geht's jetzt hier irgendwie weiter? Libra Wing. So, power is very low. Libra Wing. Wie kommen wir von hier aus in den Libra Wing? Wir sind hier. Libra Wing. Da scheint es ja nicht durchzugehen, ne? Das sind. Vermute ich zumindest mal. Ist das mit Horrorakzenten? Ich hoffe nicht, dass das mit Horrorakzenten ist. Bisher deutet nichts darauf hin. Und John Doe, total verständlich. Und dir dann auch ganz viel Spaß beim selber spielen. Okay. Ah, hier ist eine Klappe. Voll übersehen. Also Loris, ich kann es dir noch nicht beantworten. Wir werden sehen, ob es Horrorelemente hat. Oh, ich hoffe es, wie gesagt, ehrlich. Gehört halber nicht. Copy control, we're all set. Ready for descent. The MPT network is still down, so expect the lights to go out as you descend towards Copernicus. Thanks for the heads up, Pearson. Remember, Sarah, our oxygen here in the station is limited. After arriving, you'll have 40 minutes to find out what caused the blackout and bring our MPT network back online. If you're not back by then, we'll have to evacuate without you. We hear you, Control. Rolf, you ready? I am. And don't worry, Control. It's probably just a glitch. We'll be back before you know it. Let's find out how they've been holding up down there. Alex, commence descent protocol. All systems go. Descent in 3, 2, 1. Descending gate. Godspeed. Sie sind auf jeden Fall zum Mond runtergeflogen, um irgendwas zu checken. Zwei Tage nach dem Blackout. Hat aber scheinbar nicht wirklich geholfen. So, jetzt muss ich mich mal orientieren. Vielleicht kann man sich hier irgendwie. Ah, hier ist ein bisschen was beschriftet. Orion. Okay, hier sind wir, glaube ich, in dem Ring drin, wenn ich es richtig interpretiere. Vielleicht auch nicht. Space Elevator, Central Hub immer noch. Okay, wir müssen irgendwie hier durch, glaube ich. Und dann wahrscheinlich in den richtigen Durchgang rein. Ah, die haben Space Elevator zum Mond gebaut. Okay. Die sind mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Ich verstehe. Libra, da geht's lang. Also, wenn ich es richtig verstehe, ist das nächste Strom wiederherstellen.
Also wahrscheinlich Solarpaneele ausklappen oder ausrichten oder sonst irgendwas. Ah, so cool. Bisschen pixelig der Mond, aber cool. Muss auch zugeben, ich habe die Grafikeinstellungen jetzt nicht gecheckt. Kann ich die von hier aus machen? Gucken, ob hier alles ordentlich hochgestellt ist. Epic. Okay, Epic ist cool. Advanced. Super Epic. Alles ist Epic. Okay, das muss also so. Gut. Ist also epischer als das wird es nicht mehr, Freunde. Ja, in VR bestimmt auch cool. Ich weiß aber nicht, ob man das in VR spielen kann, weil eigentlich auf dem Planeten unten war es in Third Person. Aber es gab Avorion oder nee, wie heißt denn das? Es gab so ein VR in einer Raumstation rumfliegen Spiel. Gibt es tatsächlich eins. Such mal bei den VR-Spielen. Mir ist der Name gerade, ich habe den Namen gerade nicht auf der Pfanne. Sleep Quarters. Crew Quarters. Es gab irgend so ein... Oh, wie hieß denn das? Okay, guck mal nicht durch. Crew Quarters vielleicht. Das nicht so aus. Sleeping Links und Control Center. Prinzipiell cool, aber... Türen gehen nicht auf. So. Das ist natürlich die große Frage. Gibt es irgendwas, was ich dagegen tun kann? Okay. Da nicht, da nicht. Okay, hier drin. Ein Werkzeug, irgendwas, womit ich interagieren kann. Ich bin auch ein Kasper, oder? Die Tür ist offen. Das sieht... Sehr schön. Sehr schön. Schön selber verarscht. There you go, buddy. Almost there. We'll touch up your paint job later. Don't worry. Are you ready to go? We've almost got the elevator running again. Yeah, just patching up Alex before we head down. Are you bringing that thing along? Of course. We'll need all the help we can get. Besides, you wouldn't have made it to that airlock if it hadn't been for him. This MPT blackout can't be just a glitch, Rolf. Everything is still dark down there. Last time there was an outage. Did you hear the message from Earth? No. What did they say? They can't even send ships up here anymore without the MPT. It's crazy, right? We're the only ones able to investigate the blackout. Sarah, we need to get you guys down to the surface ASAP. We don't have much time. Okay, let's go. Okay. Der Space Elevator.
going on? Backup power is finally running up here at the station, and we're preparing to pierce an elevator to take us down to Copernicus Moon Hub. We're coming, please be safe. Okay. Was zum Entdecken? Aselom. Do temper with hardware or drivers. Electrical shock risk. Ja. Manche Sachen will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Psychoroboter. Oh, hier geht's zur Erde. Oh, was ist das? Okay. Das sind Überreste von diesem Unfall. Kugelgenerator. Untersuchen. Irgendein Weg, dass ich meine Data von der Day und von der Happen at Higgins. Sind aber location-based. Okay, also man kann sich so Hologramm-Daten nur vor Ort angucken. 2539. Security. Tja, so funktioniert Security. Klebezettel. Ich rate mal, wo man das eingeben muss. Sage ich doch. Oh, hier hängt so noch der Kaffeebecher rum. MPT Network offline. Okay. Sehr kalter und sehr alter Kaffee vor allen Dingen auch. Diagnose. Pearson Space Station MPT Transmitter and Receiver offline. Connection to MPT Network not established. Contact Moonbase. Contact the Moon Hub. No connection with Moon Hub. Space Elevator to Moon Hub offline. Additional energy required. Rotate station for additional power. Station rotation engine offline. Didim. Power rotation engine in Aries Wing. Alles klar. Gucken wir hier drüben noch, was hier so zu lesen gibt. Control update, baby update, robot arm software. Playback ist noch nicht dabei. Special Elevator Weekly Maintenance. Also auf der Anzahl ist ein Rest Message. Okay. Moment, Mr. Omerson, Shipments. Okay, Orion Wing haben sie wohl nicht genug Material bekommen. Okay, also irgendwas ist da mit einer Kryo-Schlafstation auf dem Mond auch fürchterlich schief gegangen. Okay, und die haben Baumaterial umgeleitet. Das ist das. Verdammte Schwerelosigkeit. Aber es ist schön gemacht, das Rumfliegen. Guck mal da drüben noch. Okay,
Aber es scheint ja noch Strom da zu sein. Also nicht viel, aber genug, dass hier so ein paar Systeme laufen. Raumanzüge gibt es auch noch Ersatz. Es ist nicht alles schlecht. Es ist nicht alles schlecht. Okay, wir gehen erstmal weiter zu unserer Aufgabe. What the holy... Voll nicht schlau, was ich gerade mache, oder? Kann man vorher das innere Schott zumachen? Vielleicht? Okay, kann man. Alles klar. Ich muss diese Schlösser auch wegschneiden. Sag, dass du wieder zurückschalten kannst. Ja, okay. Achso, und jetzt darf ich dich nicht mehr benutzen, oder was? Das ist ja mies. What shall we do with the drunken sailor? Ich muss mir das drüben nochmal angucken. Okay. Problem geklärt. Ich teste das hier mal eben in diesem geschlossenen Raum. Alter, was bist du denn für ein Astronaut? Ich habe das einfach mal in meinen Raumanzug angesteckt. Kann so nicht arbeiten. So. Können wir jetzt durch? Ja, vielleicht, ne? Jetzt ziehen wir uns das hier erstmal rein und dann Vollgas. Cut in Emergency. Ja, kann man als Emergency werten. Hallo, Sauerstoff. Der Powerstoff. Mit Sauerstoff. So. Was in dem Fall völlig korrekt ist, weil es ist Sauerstoff. So, jetzt ist hier wieder irgendwas. Ach so, okay. Hallo, ich demontiere mal hier kurz Ihre Raumstation, weil ich ja nicht hätte andersrum gehen können.
Teilzeit zu quatschen. Ich nehme gerade eine Abkürzung durchs Weltall, weil ich zu faul zum Laufen war. So. Copy that. Do you think we'll finish construction anytime soon? The council claiming more supplies each week? I doubt it. I'm surprised we got this past MacArthur in the first place. Yeah. Hey, listen, I'm getting strange readings here from the lunar surface. Are you seeing anything? Just wrapping up. What the hell? All the lights are shutting down. Are you all right, Rolf? What just happened? I can't see a thing. Everything is dark out here. We lost power from the MPT. The whole station is down. Can you find your way back to the airlock? Negative. I don't have a visual. Right. I'm sending Alex to block the airlock doors. Do you see him? I see his flashlight. Heading back to the airlock. What's going on? Everything on the surface is dark. Rolf, not now. What's your ETA? 10 seconds. Make it faster. Once the airlock seals, you'll be locked out. Alex is blocking the door for you, but he can't hold it much longer. Da hat ihn der kleine Roboter wohl dann gerettet, dass er da durch konnte. Okay, wir haben wieder... warte mal, wir sind hier reingekommen. Order Request Form. Okay, das war die abgelehnte Bestellung für den Orion Wing. Ich kenne Elite Dangerous, ich habe Elite Dangerous, aber ich habe kein Feuer. Okay, hier ist jetzt irgendwie ein bisschen müllig. Hier los. Freunde, ihr müsst dringend mal eure Raumstation ein bisschen aufräumen. Ich find's ganz nett. Ja. Nett. Halt. Also ich habe zum Schluss eigentlich nur noch, ich habe ein bisschen Exploration gemacht und später dann auch Frachter geflogen. Okay, also sie haben die Ressourcen vom Bau der Raumstation umgeleitet zu irgendeinem Geheimprojekt auf dem Mond. Ich vermute mal, dass die Geschichte uns dorthin führen wird, rauszufinden, was da in die Hose gegangen ist. Oh ja. Hier ist ja auch sehr schön. Ist das schlecht, wenn man da die Finger reinsteckt? Cut in Emergency. Ja, ja. Gar nicht so gut hier. Und jetzt? Jetzt ist schon mal hier kein Strom mehr. Das habe ich sehr gut hinbekommen. Achso, und dann komme ich da aber schon. Ach, das ist diesmal wirklich eine Scheibe. Also ich bin sehr gut. Ich versuche durch die Sachen, die keine Scheiben sind, versuche ich die Scheiben aufzumachen und die Scheiben versuche ich durchzufliegen. Weltraum habe ich richtig drauf. Hopp. So, jetzt kann ich hier durch, oder?
Ich habe mich da vielleicht kurz verkantet. Ihr habt da mal was hingelegt. Oh, das ist witzig. Das ist richtig witzig. Ja, ich kann eigentlich besser mit dem Eva-Pack fliegen als laufen, Hörnchen. Eigentlich kann ich besser Eva-Pack fliegen als laufen. Find a way to the station rotation engine. Okay. Find a way. Na gut. Rotation engine. Lass mich raten, der braucht 6 von diesen Dingern. Oh, da ist doch schon mal eine. Okay. Muss man dann wahrscheinlich nach und nach freikurbeln. Zack. Jetzt kann man hier bestimmt eins weiter drehen. Ja. Ich schweiß hier mal ein bisschen an der Stromversorgung. Oder wofür auch immer das gut war. Wichtiger Punkt, Vergangenheitsform. Also nicht hier lang. Also, Yoloris, ich finde, Elite Dangerous. Hoppla. Ich finde Elite Dangerous eigentlich ganz cool. Aber die Langzeitmotivation ist mir irgendwie. Ist mir irgendwie nicht so klar gewesen. So, lass mich raten. Je mehr ich jetzt hier rüber baue, umso mehr bringe ich mich um. Hervorragend. Ich habe so die ungute Vermutung, dass es keine schlaue Idee ist, da reinzufliegen. Hi, Paul. Wir probieren mal den alten Klassiker, was reinwerfen. Ich kann die Energiezellen nirgendwo hinlegen, Mikey. So nicht an die Kabel kommen. Ja, ich probiere das mal. Ist total sicher. Strom und so. Super Idee, ey. Ich hatte befürchtet, dass irgendjemand irgend sowas sagt. Wie. Autschi. Das ist nicht so gesund, was ich hier gerade mache, oder? Ist okay, ich habe mich nur ein bisschen verbrannt. Ich bin okay. Ich bin okay.
Life support, energy supply at 20%. Ich bin okay. Es zwickt nur ein bisschen. So, und dann geht mir natürlich wieder der Sauerstoff aus, richtig? Natürlich geht mir der Sauerstoff aus. Hoppla. Bin da kurz mal an den Strom rangekommen. Ja, irgendwas halt immer, ne? Aber der Sauerstoff ist auch eine Weile gut. Da passiert ja nicht sofort was. So. Cool. Cool. Power fully redirected from life support to rotation engine. Access control center to activate engine. Life support failure. Ja. Es gibt jetzt nur da oder da. Dann ist es wohl hier. Life support shutting down. Oxygen reserves low. Den Glühstrumpf, ey. Libra-Wing, oder? Ja. Oh Gott, wie ging es denn zum Libra-Wing? Libra, da. Life support offline. Oxygen reserves nearly exhausted. Halboffene Tür, die mich vorhin so hervorragend hergelassen hat. Okay. Rotation Engine activated. Space Elevator online. Hoppla. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, glaube ich. Ja, ja, ja. Läuft bei mir. Achso, das hätte ich festhalten müssen. Das ist ja ärgerlich. Alles cool, Ruhe bewahren. Klassische KSP-Situation. Ganz klassische KSP-Situation. Wir haben das im Griff. Nächstes Oxygen geortet. Wir können das. Ich habe die Raumstation übrigens kaputt gemacht. Teile der Raumstation. Okay. Shit. Ich sehe das nächste Ding noch nicht. Komm schon, zeig mir den nächsten.
ist denn Oxygen? Da. Da ist er. Ganz ruhig. Ja, ja. Nichts wird gut. Ah, fuck. Was war das denn? Ich muss kurz zu dieser Kiste da, glaube ich. Ja, ja. Ganz ruhig, da war noch 7 Sekunden Zeit. Okay. Jemand das nächste schon? Hauptsache in Bewegung bleiben. Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht in die Station. Ich glaube, da habe ich gerade einen Schritt zu viel gemacht. Das wird knapp. Da ist er noch. Ich sehe einen Oxygen-Container. Den könnte ich schaffen. Der wird aber reichlich knapp. Ja, komm schon. Hull Breach Detected. Leck mich fett rein damit dir. Okay, was muss ich jetzt tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Verriegel dich. Hull Breach Detected. Los, mach das zu. Assemble at Orbital, bla bla bla. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Zu wenig Zeit. Ich glaube, jetzt verrecke ich. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hätte hin müssen. Mal gucken, wo wir jetzt wieder starten müssen. Ah, okay, die komplette Sequenz. Okay, bisschen besser drauf achten. Kann sich da scheinbar nicht festhalten oder meine Reflexe reichen nicht. Okay, nochmal das Ganze. Okay, ich glaube, ich habe irgendwo zwischendurch Sauerstoffreserven übersehen. Weil da drin. Nicht so viel für mich. Wir wissen jetzt eh schon, dass das da eine Falle ist. No. Das ist das scheiß Paket da. So. So, und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass hier vielleicht noch irgendwas sein müsste.
knapp gedacht. Okay, wir haben ein paar Sekunden mehr diesmal, aber viele auch nicht. Ich glaube, ich muss einfach nur da durch. Alles gut, das habe ich nicht gesehen vorhin. Okay. Ja, die dramatische Musik wird über den Raumanzug eingespielt, damit man sich beeilt. Vielleicht habe ich die Raumstation kaputt gemacht. Okay, gibt es hier Sauerstoff? Das wäre prinzipiell schon mal befürwortenswert und ich würde dann auch versuchen, diesmal nichts kaputt zu machen. Achterbahnfahrt beendet. The Chief and Asino to gain access to the MPT Control Center. Okay, ich muss einen Roboter finden. Ja, hier drin wird wahrscheinlich keiner sein. Vielleicht muss man einfach die Türen aufmachen. Witzig, dass er normal läuft. Das ist. Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass er Magnetstiefel hat. Weil eigentlich ist er hier weniger Schwerkraft. Na, da hat wohl jemand Gefühle in die Roboter reinprogrammiert. Was kann da schon schief gehen? Nichts, habe ich gehört. Noch nie ist in einem Science-Fiction-Film was schiefgegangen. Roboter Gefühle entwickeln. Hello? It seems empty. Where is everyone? I have no idea. I've never seen the base like this. Is Alex getting any heat signatures? No, nothing. This can't be right. I'll go downstairs, see what I can find. Sarah, we'll figure this one out. And thank you, both of you, for saving me when the blackout hit. I know I, Expedition team, you must be at the surface by now. Remember, you only have 40 minutes down there. Copy that, Pearson. Don't mention it, Rolf. Can you check out the control center and see what's wrong with the MPT? Will do. Keep your comms on. I'll update you when I find something. Okay. Storage. Council.
Okay, also seine Frau ist dann gestorben. Das haben wir gesehen, dass sie auf einer Wolke saß. Und hat dann seine Töchter zum Mond geholt, um den schlechter werdenden Bedingungen auf der Erde zu entkommen. Und das hat Claire aber nicht zugelassen und dann hat er sie sich per Vormundschaft geholt. Antidepressiva, okay. Gott, dieses Kind ist bestimmt durchgeregnet und alle umgebracht. Das ist voll die Horrorveranstaltung und ich mache mir gleich in die Hosen. Bitte nicht. Ich ertrage doch solche Spiele nicht. Und Tom Borg, was auch immer das war. Okay. Vielleicht ist das diese andere geheime Einrichtung. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hörnchen, Dankeschön für den Resub. Zweiter Monat. Dankeschön und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Schnüffel dabei noch ein bisschen. Unterlagen hier rum. Okay, sie sind in den Rat berufen worden. Wie hoffnungsvoll wir waren. Oh, hier ist irgendwas richtig schief gegangen. Juche, juche. Und natürlich gibt es keinen beruhigenderen Ort, um sowas zu erforschen, als eine menschenleere Raumstation. Hat jemand eine Rede gehalten? Crossroads, Tombok, Earth, New Age, Outward. Okay. Ich glaube ja, dass die ein interplanetares Raumschiff bauen wollten. Irgendein Geheimprojekt, Helium 3 als Antrieb und ein Kryo. Eine Kryo-Facility. Das klingt für mich alles sehr nach. Sehr nach interplanetarer Raumfahrt. Was ist denn Ziel des Spiels? Ich muss auf dem Mond herausfinden, warum dieser Energietransfer zusammengebrochen ist. Also ich bin jetzt auf der Mondstation mittlerweile angekommen. Erst musste ich starten. Dann, jetzt kommen gleich irgendwelche Hologramme. Dann war ich auf einer Raumstation, jetzt bin ich auf dem Mond, muss rausfinden, warum dieser Energietransmitter nicht mehr funktioniert, der die Erde mit Energie versorgt hat. Seit 5 Jahren oder so geht der nicht mehr. So, gucken, was hier passiert. Okay, hier ist so eine Unit. William, what the hell was that speech about? Ah, Chapter Rosa. It's time. The ship will be ready soon. You can't be serious. I don't know how you plan to fix this mess, but you'd better do it now. That won't be necessary. Come with me. You are serious. Will, have you lost your mind? We can't leave the colony behind like this, not during this blackout. Not with the MPT signal still offline. People on Earth depend on us. Don't concern yourself with them. Those days are over. We have to start the long journey ahead.
That was the agreement. The ships were supposed to be our last resort. We didn't give up the first time, and we are not giving up now. When the network is back online, we can provide Earth with power again. We are close, William. No, we're not. We're not close at all. If you still think we can power the entirety of Earth with the MPT, you're more delusional than I thought. We have one last hope, and it's outward. Now get ready, because we're going. I'm not leaving, Will. Not like this. I'm not asking. Get her on the ship. What? Ah, is this really? Mhm. Okay, die sind also wahrscheinlich abgehauen. Sieht das wahrscheinlich nur einfach nochmal, oder? Nee. Oh. Hallo, kleiner Freund. Maintenance required. Na, Maintenance können wir doch machen mit dir. Bestimmt. Irgendwo gibt es bestimmt einen Schraubenzieher für dich. Und dann kann ich dich in diesem Maintenance-Raum zum Beispiel reparieren. Du kleiner Roboter. So. Ah, ist schon schön. Sowas fehlt mir bei Kerbal manchmal, dass man so in so einer Basis noch rumlaufen kann. So. Du kleiner Fratz. Da hinten kann man irgendwas basteln. Hallo. Initiating AZ Maintenance Protocol. Running AZ Hardware Diagnostic. AZ connection to Lunar Facility Network. Failed. AZ Network Access Port status. Defective. Component replacement is advised. Aha. Ich habe ihm jetzt irgendeinen Stöpsel rausgenommen. Remove bla. Place network parts on table. Parts on table. Ja, vielleicht habe ich gerade eins geklaut. Connect. Bestimmt noch irgendwo eins rum. Jenna, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten. Viel Spaß beim Zugucken. Ich repariere mir hier gerade meinen Roboter zurecht. Hoffe ich. Wenn ich die Ersatzteile finde. ASE, keeping memories safe. Aha. Schön. Oder ASE. Okay, können wir. 1, 2 und 3. Find replace parts, 3 auf 3. Ich habe 3. Nee, ich muss 3 finden. Das ist noch eine offene Taste. Das ist ein bisschen unklar formuliert, finde ich. Was könnte hier wohl drin sein? Ist was drin? Nö. Gut, ich habe einfach nur ein bisschen randalieren wollen. Ja, ja, ich arbeite dran. Ein Teil fehlt mir.
Teufel. Gestalte des Placements, ja. Keine Ahnung. Das draufpacken. Ich bin ein Künstler am Roboter. Ein Künstler. Wenn man mir erstmal die richtigen Teile gibt. Proceeding with ASE hardware diagnostic. ASE thruster status. Defective. Full thruster replacement is advised. Find the thruster components. Naja, wenn hier die Tür aufgeht, werden die ja wohl hoffentlich hier irgendwo sein, oder nicht? Das sieht ja nach Strom aus. Vielleicht sind sie hier auch nicht. Inspekt. Oh, you are still my center of gravity. Eine Leiter. Okay, man kann da wahrscheinlich irgendwo lang durchkrabbeln. Aber da habe ich... da aufgemacht. Ich kann jetzt auch nicht. Find Thruster Components. Ich guck mal nochmal im Nebenraum. Vielleicht ist es ja so einfach. Wir gehen jetzt einfach mal mit der Leiter in den Schacht rein. Einfach mal, um zu gucken, warum da hinten eine Leiter steht und ein offener Lüftungsschacht ist. Achso, kann man auch gar nicht benutzen. Achso, na gut, dann ignoriere ich das dann hiermit wieder. Okay. Die waren optisch nicht besonders auffällig. So. Okay. Damit fängt man an, sagt er. Ja.
würde das da nehmen. Scheint falsch zu sein. Dann kann es noch das da sein. Aber ich glaube eher so rum. Ja. So, dann müsste irgendwas in diese Dinger reingreifen. Okay. ASA thruster replacement successful. Initiate reboot to complete maintenance protocol. Yep. Achso. Ich dachte, er initiated. Ich muss initiaten. Das ist, wenn man nicht so richtig zuhört, ne? Yep, reboot. Das hat ja richtig gut funktioniert. Control R. Ah ja, jetzt macht das alles auch irgendwie Sinn. Tja, das Ding ist im Lockdown. Ja, alles klar, dann kann ich da jetzt durch. Kann ich mich selber sehen? Das ist voll witzig. Komische Wege entlang. Ja, jetzt bin ich hier. Jetzt muss es dann bald runtergehen. Erinnert mich ein bisschen an diese Hologramm-Szenen aus The Division. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die kennt. Waren auch immer so Hologramm-Szenen. This is Isaac. Hi. I'm not sure if this message will ever reach you. I don't think it will. But I'm trying anyway. We haven't spoken since the argument about Kathy. I want you to know that she's safe. And well, this message will be the last you'll ever get from me, or from anyone else up here. It's probably something you'll never understand. Hell, I barely do. If someone ever finds out what happened here, know that I did it for her,
For your sister. To give her a chance. But you'll do great. You'll do great things. Take care. And, I love you. I wish I'd said that more often. Back when you still called me Dad. Goodbye, Claire. Die Schweinepriester scheinen tatsächlich mit den Schiffen abgehauen zu sein, ne? Abgefahren. Kommt jetzt einmal mit mir mit? Ja. Cool, jetzt komme ich auch durch die Türen durch, ne? So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Generator and Leaf Maintenance. Jupp. Das kriegen wir hin. So, ich bin hier. MPT Control Room ist eins tiefer. Ich soll nach MPT Control Center. Okay. Oder zwei tiefer oder 20 tiefer. Keine Ahnung, tiefer halt. Oh, das war einfach. Still no trace. This just doesn't feel right. Alex, scan for data history. There's a recording. Rolf, come in. I think I've got something. I found a recording from the 23rd. That's what? 2 days ago? Are you sure? Entschuldigt. Yeah. Bisschen bin ich geschlafen. Can you see it from up there? I think so. Go ahead. Alex, project hologram from September 23rd, 2054. This isn't just the moon up crew. There's too many of them. These are Tombow evacuees. How do you know? These names weren't here before. There's still dust on the stone. On the monument, you mean? Yeah. Victims of the Tombow evacuation. The date is the day of the blackout. Something big must have happened over at Tombow. Pearson, coming in for expedition team. Sarah, Rolf, anything on the state of the MPT? The entire network is down, and I've had no luck with bringing it back online so far. Make it quick. If things don't work out with the network, head back up here, whether the MPT is online or not. You have 20 minutes left to make it in time for evac. Copy that, Control. Rolf, I'll check out the living quarters and then head back to the elevator. Okay, und schauen wir uns mal an, was hier los ist. Okay. Ist das wohl unsere nächste Aufgabe, nehme ich an. Ja, Vehicle Bay powern. Hey Fuchs, grüß dich. Vehicle bay offline.
Achso. Da fehlt noch einer, ne? Ja. Also irgendwo noch einen Stromnupsi finden. Ich muss nochmal nach Maintenance rein, um den zu finden. Oder den Crew Quarters, kann es natürlich auch sein. Ich power mal die Crew Quarters, mal gucken. Vielleicht finden wir da ja was. Der Stuhl. Okay, die haben also die Drohnen mit Elektroschockern bewaffnet. So, nothing new here. Sarah, Rolf, this is Pearson Control. Our time's running out. Take the elevator back up here to make it in time for evacuation. You've got 2 minutes. Negative, Control. MPT network is still offline. Leave it. We have to go. Head to the elevator now. I'm not putting anyone at risk. Understood. Wrapping up now. Sarah, you heard Control. Are you almost here? Sarah, come in. Everything okay? Come in. Rolf? Get over here quickly. An AZ unit just activated, but something's not right. The doors are locked behind me. What do you mean? We've got to go. I'm serious, Rolf. Get over here. I can't get out. 30 seconds or you're too late for evac. Head to the elevator. Negative, now. Control. Engineer Baker requires immediate assistance. We need more time. Evacuation procedure cannot be delayed. Negative. I'm calling up the elevator now. Negative, Control. Control. No, guys! There's still time! I just need some help! Rolf, are you still there? No! No! Oh, oh. Die hatte wohl eine sehr unangenehme Begegnung mit dieser ASE-Unit da. Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Okay, Code. Alles klar. Da ist mein Kern auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir erstmal den blöden Code. Okay, die haben diese andere Facility ungefähr zu dem Zeitpunkt evakuiert, als der Strom offline ist. Ja, ja, da war so ein Energiedingspumps, aber ich komme da nicht rein. Da ist ein Zahlenschloss an der Tür. Ich suche gerade nach. Wie der Zahlencode sein könnte. Vielleicht war hier irgendwo ein Security-Mitarbeiter zugange. Okay, und die Mission heißt dann wahrscheinlich Outward.
Okay, hier gibt es Lagepläne. Wie viele Zahlen? Meistens sind es 4. Vielleicht kann man es von außen irgendwo lesen. Ich denke, ich werde hier irgendwo eine Aufzeichnung finden. Ah, wartet mal den Namen. Da muss ich nicht so blind alles durchsuchen. So, hier arbeiten. Hauser, Detmann, Vogelsang, Better. Hauser, Detmann, Vogelsang, Better. Hier war Detmann, okay. Aber gut, also es hat auch nicht geholfen. Es ist einfach, die sind einfach über zig Quartiere verteilt. Und irgendeiner von den Vögeln hat es hoffentlich aufgeschrieben. Pioneer Dictator. Das heißt, es ist Räume absuchen. Irgendwer hat sich eine doofe Notiz gemacht. Irgendwo. Measured is the Moon Construction Year to enter the office. Moonhub Construction hier. Also auch jederzeit steuern. Okay, wir brauchen einen Hinweis auf das Konstruktionsjahr. Ich hatte hier eben eine Zeitung in der Hand gehabt. Vielleicht stand da was drin. Da nicht. Eins weiter vorne. Und dann entweder da oder... Also den Hinweis wird es hier irgendwo geben. Probieren wir doch mal 2032 aus. Okay, jetzt weiß ich nur noch nicht, ob ich zu der wild gewordenen Unit rein möchte, aber hey, irgendwas ist immer.
nicht wahrscheinlich, ne? Ja. Tut sie. Autschen. Moment, vielleicht kann ich jetzt... Ich hatte ein bisschen gehofft, man kann die irgendwie deaktivieren. So, jetzt Feierabend für dich. Kann nicht jeder machen, was er will. So. Sehr schön, jetzt können wir in das Vehicle Bay rein. Realign MPT Pillar 1-2. Ja. Keine Ahnung. Oh, ich will das fahren. Bitte. Mein Wunsch wurde nachgekommen. Waschanlage? Nein. Wir dürfen über den Mond fahren. Wie cool ist das denn? Was habe ich bis jetzt verpasst? Hast du noch gar nichts gesehen? Dann sind wir schon von der Erde gestartet, waren auf einer Raumstation und sind jetzt auf dem Mond und versuchen, diese Anlage wieder in Betrieb zu bekommen. Aber auf dem Mond ist keiner mehr. Die haben sich alle verpisst, wie es ausschaut. Und sind irgendwie mit, ich vermute mal, Kolonieschiffen oder sowas weggeflogen. Von dem hier noch gar nichts gesehen. Ja, okay, wir haben so vor 2 Stunden angefangen. Also sind jetzt 2 Stunden im Spiel drin. Und jetzt versuchen wir, die Stromanlage hier wieder zum Laufen zu bekommen. Okay, ich glaube, wir können hier drauf parken, richtig? Ja, das sieht eher aus wie
aussteigen. Warning, no oxygen? What? Ah, hier ist jetzt plötzlich leichte Schwerkraft oder was? Freunde, so funktioniert das aber nicht. Wenn leichte Schwerkraft, dann immer leichte Schwerkraft. Also, kleine Anmerkung an die Entwickler, wenn ihr nochmal einen Patch rausbringt, ne? Und das verbessert, falls ihr mein Video seht, es ist super unwahrscheinlich, aber Schwerkraft hat nichts mit der Atmosphäre zu tun. Das war sehr cool auf der Mondoberfläche, wie er da gelaufen ist. Er sollte immer so laufen, außer ihr habt eine echt gute Erklärung dafür, warum er in der Station nicht so läuft. Weil ist ja auch nur Mondschwerkraft. So, weiter im Spiel. Wir wollen uns ja von solchen Kleinigkeiten nicht aufhalten lassen. Da bin ich ein bisschen Space-Nazi. So. Gucken wir mal. Wie gesagt, jetzt draußen auf dem Mond war es ja irgendwie okay. Paul, ich glaube, ich habe das gerade beantwortet. Oh, Airlock. Magneten am Stiefel und Metallplatten. Ja, vielleicht ist das die Erklärung, aber... Ach, da ist eine Treppe. Und guck mal, sobald ich draußen bin, ich laufe jetzt auch auf Metallplatten, um deine Erklärung nochmal zu nehmen, Mimir. Guck mal, jetzt ist plötzlich so komisches... Jetzt fühlt es sich an, als ob ich in geringerer Schwerkraft laufe. Und hier sind auch Metallplatten. Also ich lasse das also nicht gelten. Ich lasse es nicht gelten. Das war auch das, wie ich es mir zuerst erklärt habe, aber lasse ich nicht gelten. Ist das cool. Es ist so cool. Ich hoffe, ich brauche nicht so lange, weil ich alles bewundere, dass ich hier ersticke. Oh, hier ist Sauerstoff. Der Powerstoff mit Sauerstoff. Cool, hier können wir dann schon mal nachtanken. Ich lasse es jetzt erstmal noch da. Wir müssen ja noch zurückkommen. Ich finde es schön. Also, jetzt mal von so Kleinigkeiten abgesehen, vielleicht kann man das per Patcher nachliefern, dass in der Station auch geringe Schwerkraft ist. Ich fände es sehr cool, weil das die Sache nochmal realistischer macht, dieses Gefühl auf dem Mond zu sein. Cut in Emergencies. Weiß ich nicht. Ich cutte mal. Mal gucken, was da rauskommt. Erwartungsgemäß. Vielleicht hätte ich alle mitnehmen sollen. Muss man mal gucken. Aber ich finde das ganz gut, wenn da eine für einen Rückweg übrig bleibt. So. Klettertour. Warum haben sie eigentlich keinen Raumanzug entwickelt, in dem man vielleicht mehr als für 2 Minuten Weltraum. Ja. Künstliche Schwerkraft, die nur innen funktioniert. Ja, das wird sein. Hä? Wie cool ist das denn? Mit Sauerstoff hinten dran. Wie cool ist das? Ein externer Sitz mit Sauerstoff. Und eine Ase. Ist das meine Ase? Vielleicht. Oh, cool. Ich darf diese riesige Antenne ausrichten. Wohin denn? Auf was richtet man die denn so aus? Ich habe da keine Ahnung von. Auf das da? Vielleicht? Oder? Auf das da? Stimmt, auf das da? Ja, das sieht gut aus. Ach, das war ja großzügig, dass das nicht alles... Ich war auf alles vorbereitet. Aber ich muss das nicht mal zurücklaufen. So, dann sind wir zu dem Turm. Ich fahre links lang. Oh, bitte, lieber Gott, sag... Warte mal. Gott, sie lassen mich einfach irgendwo aussteigen. Wie toll ist das? Und hier ist es wie Mond. Ha, da, da.
Sehr, sehr, sehr cool. Ist das nicht schön? Das ist echt schön. Also, dass man dann wenigstens auch überall aussteigen kann und auf dem Mond rumrennen. Ich weiß, ich missbrauche das Spiel wieder für Sachen, wofür es gar nicht da ist, aber... Space Simulator. Ich gehe wieder weiter Rover fahren. Okay, man kann also einfach irgendwo aussteigen. Und man kann wie ein Schwein über den Mond fahren. Aber wo keine Straße, da keine Straßenverkehrsordnung. Und Sprung! Ja, ist nicht gesprungen. Schade. Das wäre noch sehr cool gewesen. Okay, Fahrphysik auch nochmal überarbeiten vielleicht. Ah, es fährt sich cool. Also es fährt sich easy, aber es fühlt sich nicht an wie niedrige Schwerkraft. Es fühlt sich an wie am Boden festgesaugt. Zumindest bei den Geschwindigkeiten wäre meine Erwartungshaltung ein bisschen andere. Was passiert? Aber es ist, also die Landschaft finde ich optisch wunderschön. Auch das mit dem Sonnenlicht und alles. Also ich finde es grafisch echt gelungen. Und sobald man aus dem Fahrzeug aussteigt, draußen kommt auch das richtige Mondoberfläche-Feeling rüber, finde ich. Also echt schön, falls sich noch jemand fragt, wie spielt sich das. Und bisher auch, ich hatte jetzt keine Bugs oder sonst irgendwas bisher, keine Spielabstürze. Also, ja, haben wir auf Holz geklopft kurz. Läuft bisher sehr, sehr gut. Ich habe mich an ein, zwei Stellen ein bisschen dumm vielleicht angestellt, was die Inhalte des Spiels angeht, aber das kann man dem Spiel nicht vorwerfen. Das war Spielerversagen. Eindeutiges Spielerversagen. Okay, hier ist jetzt Maintenance. Bop. Interface. Okay, da muss ich erstmal. Na? Komm schon. Ach, danke. Schön, dass du es von alleine gemacht hast. So. Gut, gleiches Spiel in grün, denke ich mal. Berg raufklettern. Und sobald? Also auch wirklich in der Luftschleuse. Guck mal. Sobald hier die Luft raus ist, mache ich den hier. Jetzt, ich cycle mal wieder zurück. Geht bestimmt. Guckt, jetzt laufe ich nochmal. Also es scheint wirklich an der Atmosphäre oder Nicht-Atmosphäre festgemacht worden zu sein. Was physikalisch nicht korrekt ist. Genau, die Luft wird von oben reingepustet und dann drückt sie mich nach unten. Es ist eine interessante Form von künstlicher Schwerkraft. Wahrscheinlich haben dann aber alle sehr, sehr trockene Augen und die ganze Zeit einen steifen Hals, weil immer so ein Zug von oben runterkommt. Das ist doch logisch, ist der Luftdruck. Ja, der dich nach unten drückt. Alles gut, das sind so Kleinigkeiten, das ist, ich glaube, das sind wahrscheinlich dann auch nur so Oberspace-Nerds wie ich, die dann anfangen, wegen sowas rumzudüdeln. Oh, das sieht nicht so gut aus. Okay, ah, es ist so ein klassisches Bewege dich in der richtigen Geschwindigkeit Spiel. Lalala. Tata. Hoppla. Sagte er und verkackte vollständig. Gott sei Dank kann man scheinbar so kleinere Fehler machen, ohne drauf zu gehen. Ob sich das jetzt gelohnt hat, ist auch eine große Frage, ne? Dafür der Anzug, damit die Augen nicht austrocknen. Das stimmt, der hat ihn auch noch nie abgesetzt, den Helm, ne? Der scheint es in seinem Anzug echt zu mögen. Allerdings so viele Raumstationen, wie um ihn rum schon explodiert sind, ich kann das auch ein Stück weit verstehen, dass er das Vertrauen ins Material verloren hat. Ich kann es verstehen. Also ich würde ihm da auch keine Vorwürfe machen. Ich würde meinen Helm, glaube ich, auch aufbehalten bei dem, was hier schon alles schiefgegangen ist. Ich würde mir wahrscheinlich sogar noch einen zweiten Helm mitnehmen. Einfach nur, weil ich sehr, sehr vorsichtig bin bei sowas. Denn wir wissen ja, haben ist besser als brauchen, ne? Genau. So, jetzt dürfen wir wieder unseren Strahl abschießen. Jetzt wissen wir auch schon, wohin. Ist
bisschen wie diese Todesschnee, wie diese. Ah, jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Rückkehr der Jedi-Ritter, oder? War das der dritte Teil? Rückkehr der Jedi-Ritter? Nee. Empire Strikes Back? Das, wo Hoth am Anfang ist. Wo sie diese Luftabwehrkanonen der Rebellen haben. Die sehen auch so aus. Und schießen auch so ähnlich. Diese Ionenkanonen waren das, glaube ich. Mit denen sie... Empire Strikes Back war das, okay. Oh, ich bin ein ganz schlechter Star Wars-Fan. 2 bzw. 5. Okay, passiert jetzt hier irgendwie was? Jetzt kommt Strom, oder was? Okay, cool. Ärgerlich natürlich, dass ich die Raumstation in den Arsch gemacht habe. Ich hoffe, das sind nicht irreparable Schäden. Oh, war die Erwartungshaltung, dass ich hier zu Fuß hinlaufe? Nope. Im Leben nicht, Freunde. Im Leben nicht. Weil sie jetzt erst von Transportmöglichkeiten erzählt. Ha. Wenn es länger ist als der Rover, wird's gefahren. Ah, die meinen aber bestimmt die Monorail, oder? Ja, genau. Ich muss jetzt gleich Monorail fahren. Das wird auch cool. Hoffe ich. Ich hoffe, dass das... Ich unterstelle einfach, dass es das cool wird. Ich bringe jetzt mal meinen Rover zurück. Nee, die haben bestimmt schon gedacht, dass ich einen Rover nehme. Man kommt ja auch gar nicht anders raus. Und jetzt muss ich bestimmt Monorail fahren. Richtiges öffentliches Verkehrsnetz hier auf dem Mond. Die sind schon ein bisschen weiter als ich. Ja, wahrscheinlich hätte ich zu Fuß nicht aufgekommen. Das Geräusch war eigenartig. Einparken in 20 Zügen. Oh, ich fahre da jetzt vorwärts rein, ehrlich. Das ist ein Problem vom Zukunftsrobot. Juhu! Mercury One, vielen lieben Dank für den Raid und ganz herzlich willkommen an dich und deine 2 Zuschauer. Setzt euch hin, wir erforschen gerade den Mond und versuchen die Stromproduktion wieder ans Laufen zu bekommen. Monorail auf dem Moon bauen. Ja, jetzt habe ich eine Aufgabe. Also erstens habe ich ja meine Moon-Basis aufgegeben. Zweitens, ich wüsste nicht, dass es Kerbal-Mod gibt, um Monorails zu bauen. Aber? Run Diagnostic at MPT Control Center. Irgendwas ist schon wieder nicht okay. Dankeschön, Mercury. Bisher fetzt es. Auch wenn ich mich zwischendurch immer mal wieder ein bisschen dumm anstelle. So. Diagnose MPT. End Receiver online. Not established connection. Yep. Ich habe das nach dem Stream hinbekommen mit dem Stromtransfer. Ja, Power Systems, wie wär's denn damit? Aber der Stromtransfer ist viel zu wenig für das, was ich gehofft hatte. Ich hatte gehofft, ich kann damit Ionenantriebe befeuern, aber... Monorail online. Na dann fahren wir Monorail, würde ich sagen.
What was that speech all about? MacArthur can't decide this on his own now, can he? Look, we don't call the shots here, okay? Now help me out with this stuff. Put that down, Frank. Don't you know what helium is for? Don't you think it's strange it's here instead of next to the reactor it's supposed to power? Of course I do. It's just... Just what? Should we accept everything they say? Do you even realize what the consequences are if we leave while the MPT is offline? What choice do we have? What do we really have to go back to? Floods, dust storms, blazing heat? I'm done. The Council's giving us a second chance, and I'm not wasting it. Now, I'm done talking. Just give me a hand. Huh? Gehen einfach alle stiften. Darf ich's fahren? Ich darf sie fahren! Oh Gott. Ich wusste doch bis eben nicht, dass ich Monorail fahren möchte. Aber jetzt möchte ich Monorail fahren. Achtung, Achtung, liebe Passagiere, wir verlassen Sie Raumstation und fahren nach Tomburg. Bitte schneiden Sie sich an und draußen gibt's keine Luft zum Atmen. So, und das Ganze jetzt nochmal in schlechtem Englisch, aber schaffen wir durch. This is Sarah Baker, lead engineer at Pearson Space Station. I was sent to investigate the blackout together with station mechanic Rolf Robertson. I was attacked by an AZ unit and lost consciousness. The reasons for this attack remain unclear. It seems my expedition partner has left, and I am unable to contact Pearson Space Station or any of the other facilities. I'm going to cross the frontier now, passing Copernicus Outpost 1. To get to Tombo and try to figure out what caused the MPT failure. Whoever finds this, please try to contact me. Alex, end recording. Genau, dieser Zug fährt nicht nach Outpost 1 und einige andere Stationen, die wir sicherlich unterwegs. Bremsung! Passieren werden. Ich will hier gar nicht sein. Hallo Freunde. Frank has the code. Danke, Frank. Danke für nichts, Frank. Gut. Dann gehen wir doch mal gucken. Ob wir Frank finden. All Copernicus 1 colonists, this is an evacuation. The reactor at Tombo has suffered a critical malfunction. We're here to evacuate you to Copernicus Moon Hub. Whoa, calm down. Who sent you? We're here on official orders of the Lunar Council. The Lunar Council? Frank, did you see anything strange happening across the MPT network? I've got nothing out of the ordinary. Tombo seems fine to me. Perhaps you could explain a bit more first. This is for your own safety. The situation will be explained by the Council when all colonists arrive at Moon Hub. So, MacArthur calls the shots now, huh? We don't have time for this. Just take them. What? Get your hands off me! Evacuation crew to MacArthur, we're progressing to Stage 2. Outpost crew and the package are on their way to Moon Hub. We didn't receive any word from the others at Reinhardt, though. Okay. Also Frank hat da hinten drin gewohnt. Och nö. Sarah Baker again. I traveled to this outpost from Moon Hub, where I was sent to investigate the blackout together with my expedition partner.
Moon Hub was completely deserted when we arrived, and we were unable to bring the MPT back online. We got separated and lost contact. I'm traveling towards Tombo alone to continue my investigation. The only lead I have is that something has happened at the reactor facility. The entrance to the monorail station here is blocked, so I'll have to find another way to cross the landscape. It's worth a shot. Oh Gott, ist sie zu Fuß gelaufen? Das wäre ja ganz fürchterlich. Oder sie ist mit einem Rover gefahren. Könnte ich hinklettern? Okay, ich muss das aufmachen wahrscheinlich, damit ich dann mit der Drohne reinfliegen kann. Reicht das schon? Dumm. Geht wohl nur da lang. Oh nein, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Richtung welche war. Verdammt. Okay. 1881 war es, glaube ich. Open Monorail Door, please. Ja? Nein. Evacuation crew to MacArthur. Helium package and Copernicus Outpost 1 personnel have arrived at Moon Hub, sir. Evac crew 2 is still nowhere in sight, though. We've been trying to reach them, but we're getting no response at all. How should we proceed? Seal the door and make your way to Moon Hub. Fuel needs to be in place before we arrive with the Tombo evacuees. Sir, the other crew won't make it in time if I do that. They'll miss the launch. They know what they signed up for. Seal the door. Yes, sir.
Okay. Hat's der Kleine nicht so, ne? Okay, ich muss irgendwas umschalten, und zwar die richtigen. Und ich muss sie wahrscheinlich alle auf blau bekommen. Das ist nicht richtig. Oh Gott, sowas hasse ich ja richtig. Bis morgen, Jojongs. Okay, ich muss mir das tatsächlich durchdenken, oder? Also es kommt erst rot, dann gelb, dann blau, richtig? Der hat drei Stück. Der hat den und den da außen. Der hat den. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob mein Gehirn gerade dazu fähig ist, das zu durchdenken. So, ich hasse, ich bin auch echt schlecht in so Rubik Cube und solchen Sachen. Also, der hat drei, der hat zwei, der hat zwei. Das ist ein fieses Puzzle. Das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Den kann ich aber nur über den umschalten, der automatisch den mit umschaltet. So. Ich unterstelle ja bisher auch nur, dass das blau sein muss. So, jetzt muss ich nur die richtige Sequenz noch hinbekommen. Also er schaltet 3 um. Das wäre prinzipiell nicht so gut. Er schaltet die 2 um. Er schaltet die 2 um. Das. So, mit 2 funktioniert es nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das nach 6-7 Stunden Stream, ey. Thank you.
MP2 jetzt angesteuert. Guter Zeitpunkt, um den Kaffee zu machen. Oh ja. Der hier war verbunden mit dem da außen. Gerade einen ganz schlimmen Knoten im Gehirn. Oh mein Gott. Das ist wahrscheinlich Popel einfach. Nö, lass mal gut sein, gesehen muss das nur noch selber auf die Kette kriegen. Sagt, dass es blau war. Ja, oder? Blau scheint richtig zu sein. Okay, kann ich jetzt weiterfahren? Ja. Heieieiei. Hat jetzt einen kurzen Moment gebraucht, das auseinander zu sortieren. Das hier. Okay, da liegt das Helium-3 in der Gegend rum. So, dann fahren wir weiter mit unserer kleinen Spaßbahn. So. Los geht's. Ach, ich muss gar nichts machen. Wie unheimlich schnell so eine Monorail auf dem Mond fahren könnte ohne Atmosphäre. Da ginge sicherlich einiges. Muss ich mir Sorgen machen, weil das so Geräusche macht? Tombo Track Access. Denied. Communication with closest base operator. Offline. Consult operator on arrival in Reinhold Crater Base. Warning. Tombo Track locked. Switch tracks to avert fatal collision. Tracking successful.
What the holy shit. Ist einfach die Tür zu. Warning. Obstruction detected. Switch tracks to avert fatal collision. Warning. Monorail velocity critical. Activate brakes to slow down. Alter. Hat nur so medium gut geklappt. Ich und die Monorail. So viel zum Thema, so eine Monorail könnte voll schnell fahren im Vakuum. Kann sie. Ah, ich muss das wohl nochmal machen. Du meinst, ich schaffe das noch viel mehr kaputt zu machen? Ein Handschuh, perfekt eingeparkt. Warning, no oxygen. Reinhold, bla bla bla. Control Center. Airlock. Sieht auch nicht so gut aus hier, ne? Dass da so Kabel rumhängen. Power the airlock to reach the control center. Ach, guck mal, hier ist jetzt natürlich auch wieder keine Atmosphäre. Okay, also sie ist ja wohl zu Fuß angekommen, ihr Raumanzug ist hier. Oh, was denn jetzt? Warum geht das nicht auf? Windows. Da ist noch was. Zelle rein.
Warum geht das jetzt nicht? Vielleicht nehme ich die Ase noch mit, ne? Vielleicht braucht man die ja noch. Wo bist du und warum bist du hier? Okay, du bist schon reingegangen, ja? Sagst du. Okay. War dann vielleicht zu viel Aufwand gedacht. Hallo. Status at the Control Center. Okay. We'll split up. You get a report on the tracks and look for a way to repower the monorail platforms. I'll find the operator to board the train for evac. Let's go. Wait up. There he is. Window at your 6 control center. I have eyes on him. Go check on the train. I'll take care of this. Okay, also haben wohl alle nicht alle psychisch so gut weggesteckt. Fight me, I didn't go crazy like these guys. Sarah, okay. Sie ist noch. Naja, sie war mal da, vor längerer Zeit. Vielleicht ist sie ja noch hier. Malfunction has occurred at the Tombow facility. We're here to evacuate you to Copernicus Moon Hub. Train got stranded at the station, though. How can we get the tracks powered again? We're in a rush. Why are you here? Have you been watching me with that thing? Are you going to the domes? At Huygens? Everyone. Colonists, we're here for your safety. Official orders of the Lunar Council. Especially the Council. Hey, come in. I've got bad news. We're not going to get a run in. Any luck up there? No, just a nut job. Quit the riddles, old man. How can we get to Moonhop ASAP? If the trains are out, you have to take the beetles. They'll carry you across. If you get out of the crater at all, of course. The sands are rough out here. Broke a lot of beetle legs trying to cross those. But there's a path. There used to be one. I know it. Driven it many times. The rovers. Get back inside. I found something. Bring the package. Mhm. Also von hier aus mit dem Rover weiter. Hey! Oh, hey, oh nein. A malfunction has occurred at the Tombow facility. Okay. We're here to evacuate you to Copernicus Moon Hub. Train got stranded at the station, though.
So. Ja. Okay. Rover fahren. Cowards. Okay, da ist jemand ein bisschen durch. Scheinbar. Fährt man denn hier raus? Evac 2 to Evac 1, come in. We need to transport the helium to Moonhop by rover, since we're not going to get the train running before the MPT shuts down. Evac 1, come in. Do you copy? Damn it. What are you laughing about? For the first time, I know everything. No more secrets. And all it took was one little switch. That was it all along. Don't mind him. Let's get out of here. I just had to see what you were up to. And now I know. Just for the fuel. Helium 3. The ticket out of here. You stranded us here? Just leave him. He's not worth it. We've got to go. Simply a flick of the switch. And you did the rest. You have no idea what you've got yourself mixed up in. And what you've put at risk. ASEL-30. Don't. Activate crowd control protocol. No! Da hat er ihn weggetasert, den guten Mann. Da hat er ihn stumpf umgetasert. So, können wir jetzt Rover fahren? What the fuck? Man wird da durch ein Loch abgesetzt. Wie gut ist das denn? Okay, Freunde. Station scheint tot zu sein. Wahrscheinlich müssen wir erst irgendwie Strom von da drüben holen oder so. Na gut.
Irgendwie bin ich da gerade stecken geblieben. Okay, der läuft. Und los. Der ganze andere Turm sieht auch irgendwie schräg aus, ne? Als ob der irgendwie umgekippt wäre oder so. Ich hoffe, den hat keiner so tief wie schief gebaut. Jetzt ein bisschen zu brutal. Das wäre ein Riesenaufwand, Hörnchen, aber ja, man kann versuchen, das so zu erklären. Ich würde den Aufwand bei 0,3G aber trotzdem nicht machen. Ich würde einfach sagen, ist dann halt so. Thank you.
aber fix. Also, scheinbar muss man durch die halben Dinger einfach mal akzeptieren, dass das ein bisschen wehtut. Oder es gibt irgendwie eine Möglichkeit, sich zu ducken, die mir nicht bewusst ist. So, Treibstoff. Sauerstoff ist wieder voll. Und wir machen Beam Power. Weiter. Range, also wir müssen über den anderen Turm gehen. Drüber springen, wenn der obere aus ist. Ja, auch eine Möglichkeit. Eventuell könnte das die Idee sein. So. Wegen was? Warum läuft da plötzlich eine Uhr? Kann mir das jemand erklären? Plötzlich beginnt eine Uhr zu ticken. Weil wegen Gründe. Unter Druck parke ich übrigens nicht so gut ein. Schaden aus der Zwischensequenz. Da war ein Schaden? Also irgendwie... Ich hätte vielleicht heute nicht so lange streamen sollen. Ich habe da keinen Schaden gesehen. Das wird reichlich knapp, glaube ich. Oh nein, oder? So ein mieser Mist. Uah. Bitte nicht. Ja, bitte nicht. Bitte. Komm, bleib da jetzt nicht hängen. Ja, super. Sehr schön. Ist egal, wir haben keine Zeit für sowas. Hey. Ich höre die Uhr noch ticken, aber ich sehe keine Zahl mehr. Also es ist ungefährlich, oder? Oder es explodiert gleich wieder irgendwas. Darf ich jetzt meine Monorail zurückbekommen? Oh, oh. Das fällt auf den Rover rauf, oder? Das fällt auf den verdammten Rover drauf. Ach ja.
Ach, läuft bei ihm. Er ist echt ein Abrisskommando. Wenn ich hier fertig bin, steht hier nichts mehr auf dem Mond. Nichts steht hier mehr. Warum? Warum hasst mich die Welt so? Ah, da kommt mein Sauerstoff. Das ist aber nett von ihm. Ich hätte es auch so geschafft. Aufzug bitte. Dann gab es mal einen Mond. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Monorail Station, eigentlich ja. Ist nicht, ne? Wäre zu einfach wahrscheinlich. Okay, wir gehen über die Airlock. Warum muss ich immer nach draußen, wo es kein Sauerstoff gibt? Warum? Was habe ich der Welt getan? Tap Objective. Activate the inside the control center. Ja, das war doch irgendwo da vorne. Da oben. Irgendwo kam ich her. Kann ich einfach die Station entlüften? Dann habe ich die ganze Zeit die richtige Schwerkraft. Na, 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 na. Hallo, Freunde. Hallo. War das hier das Control Center? Ja, ne? Okay. Activating Monorail. Wie er da steht, so total selbstzufrieden. Evacuated? No, 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 this can't be right. They can't just leave. The colony will fail without them. And Earth. How could they all be so goddamn selfish? What were they thinking? How can they be so... Warning. Tombow reactor failing. Outward protocol in effect. Evacuate all facilities. Yes, I know they evacuated. I know. I know I'm alone. Tombow reactor capacity at 10%. It's still going? Alex, we have to go. This would make things right. We could fix this. We can fix this. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut funktioniert hat. Just follow the tracks along the pillars. You'll make it to Tombo. You'll make it, Sarah. Ich glaube, dass sie es nicht geschafft hat. I'm on my way, Sarah. I'll find you.
Okay, das war's. Okay, es wird also kostenlos erweitert. Also hier endet die Story vorerst. Und wir sind unterwegs zum Tombow-Reaktor. Tja, jetzt bin ich eine Stunde kurz. So ist das halt. Ja, cool. Ich denke, werden wir auf jeden Fall weiterspielen, wenn die Erweiterung kommt. Insgesamt, ich kann jetzt nur meinen persönlichen Eindruck sagen, fand ich sehr stimmig, war schön zu spielen. So ein paar Kleinigkeiten wie in der Station ist halt normale Schwerkraft. Das sind halt Kleinigkeiten. Insgesamt schön zu spielen, gut zu steuern. Grafik hat mich sehr angesprochen und ja, ich würde sagen, wir haben einen abartig guten Cliffhanger, das bald mal weiterzuspielen, wenn die Story sich weiter fortsetzt. Ja, in diesem Sinne sage ich erstmal Dankeschön fürs Zugucken und ich überlege jetzt gerade, was machen wir mit dem angefangenen Tag? Ich könnte nochmal einen Solo-Run bei Diablo probieren. Ich wollte tatsächlich mal gucken, wie das neue Bild funktioniert. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch einen Solo-Run, einfach mal um zu gucken, wie es so läuft. Oder einen zweiten, wenn er gut läuft. Und dann werde ich mich auch ausklinken für heute. Das war dann genug Stream. So, jetzt muss ich hier nur erstmal gucken. Das ist, glaube ich, durch. Jawohl, ich mache das hier mal einmal aus. Zack. Zack. So, dann stellen wir mal einmal das Spiel um. So, einmal aktualisiert und ich mach mal Herrn und Frau Diablo an. Genau, also das wird jetzt wahrscheinlich nicht so lange dauern. Gucken wir mal. Also, das Spielen. Ne, das Aktualisieren dauert ganz schön lange. Ja, schönes Spiel bis hierhin. Mal gucken, wie es weitergeht. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Auf die Story. So. Start Game. So, wir machen jetzt einen kleinen Solo-Run. Ich will mal gucken, ob ich auf einer 70 laufen kann. Solo. Das ist mein bisheriges Best. Oder ob ich dafür noch ein paar Sachen tun muss. Also es ist wirklich nur ein kurzes Austesten. Ich werde jetzt auch, wenn es nicht funktioniert, nicht kurz groß rumbasteln. Wenn sich rausstellt, dass das funktioniert. So, was hast du gerade für eine Ausrüstung drin? Den Word Ward. Ja, das passt ganz gut. Wenn sich rausstellt, dass das funktioniert, würde ich dann eventuell noch ein etwas höherwertiges Rift laufen. Oh, warte mal. Chance to Freeset Checker. Jawohl, das habe ich auch die ganze Zeit schon gesucht. So, das hat eine Blockchance von 10. Das hat eine Blockchance von 11. Kommt das eigentlich? Ist das rollbar? Nee. Ja, wir nehmen das da. Freeze und alles und so. So, ich packe jetzt hier auch gar nicht groß aus. Wir gehen jetzt einfach ins Rift rein und gucken mal, was passiert. Achso, vielleicht repariere ich vorher noch kurz. Zumindest das. Zumindest das. So, dann schauen wir mal, was ein 70er Rift so sagt mit dem Dings. Also ich habe das CG jetzt auch noch nicht optimiert oder sonst irgendwas. Einfach nur erstmal gucken, ob das Setup an sich hält oder ob es mich direkt schon auseinanderreißt. Da stehe ich ein bisschen ungünstig. Grüner Kodder-Scheiß. Okay, das ist okay. Das war in Ordnung für den ersten Schnitt. Akan Power bin ich ein bisschen dünn. Runter von der Scheiße da. Ah, ich habe das grüne Zeug nicht gesehen.
Großen und Ganzen erstmal okay. Zeug ist ein bisschen gefährlich. Alles hart am Limit, aber ich glaube, machbar, wenn ich mich noch ein bisschen auf das Bild eingespielt habe. Komm schon, gib mir meinen Timefreeze hier. Ist ja schaffbar. Ich muss jetzt nur noch gucken, dass ich ein bisschen schneller zu den Elite-Mobs durchkomme. Die ja hier auch wären. Ah, schon wieder auf der. Okay, also die Elite-Mobs kriege ich auch relativ gut down. Ist okay. Okay. Jo, dankeschön, Tangok. Wie gesagt, das ist auch nur noch so ein bisschen. Ich muss mobiler sein. Das Setup noch. Das überlegen. Aber es ist, glaube ich, eine Übungssache. Das ist, glaube ich, wirklich eine Übungssache. Ich muss da außen rum. Weg. Komm schon, lass mich durch. Da ist mein Elite-Mob. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh weg da. Das wird schief gehen. Ja. Ah, dieser Kotter, ey. Das ganze Arkan-Zeug ist wie so eine Todesfalle. So müsste das. Oh nein, die packen hier in meine Schutzzone. Ah, diese Arkan-Scheiße habe ich immer noch ein Problem mit. Das stehe ich einfach nicht. Okay, also da ist der Schwachpunkt immer noch. Ich meine, ich habe ihn fast, aber es reicht halt nicht. Er ist fast unten, aber dieses Arkan-Zeugs ist echt die Hölle. Ich muss das kurz mal durchgechannelt bekommen, ohne dass er mich zerlegt. Ja, das war's wieder. Ja, also so werde ich es nicht schaffen, wenn solche Gegner kommen. Okay, aber es ist eine Gewöhnungsfrage. Also es ist nicht unspielbar. Aber ich muss mir, glaube ich, im Vergleich nochmal das Meteor-Bild angucken. Oh, dieses Zeug ist halt die Hölle, ne? Vielleicht kriegt das sogar noch aufgeholt. Mal gucken. Hoppla. So nicht. Doch, Gott.
war kein guter Teleport. Ah, ich komme da nicht weg. Ich komme da nicht raus. Komm schon, teleportier dich. Teleportier dich. Gott sei Dank. Ja, so ist machbar. Das war jetzt noch vom anderen Bild drin. Das habe ich mir selber zuzuschreiben. Ich habe mich da gerade mitten rein teleportiert. Ach, mein Fehler. Ich gehe raus. Das bringt es noch nicht. Also muss ich das Gear noch mal ein bisschen anpassen. Also anpassen im Sinne von ein bisschen die Werte optimieren oder so. Aber es sieht an sich ganz gut aus. Also ich glaube, das ist machbar. Okay. Dann würde ich sagen, lass es für heute erstmal gut sein. Ich guck mal, ob jemand aus meiner klassischen Ich-guck-das-auch-Liste irgendwie online ist. Irgendwie passiert gerade gar nichts bei Twitch. Na. Ich guck mal auf der... Auf der App. Die Noxychars spielt Assassin's Creed. Das ist doch mal was. Dann machen wir das doch. So. Also, einmal bei der Noxychars vorbei. Und dann sage ich, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute Nachmittag noch. Und wir sehen uns morgen Abend dann zu Hardcore Colonization. Dankeschön. Tschüss.